So, und weiter geht's. Wir hatten schon ein kleines Aufnahmeproblem, das ist wieder schlimm. Wir haben nur eine Quest abgegeben, ich habe noch ein paar Fernrohre gesammelt. Und jetzt wollten wir noch eine andere Quest abgeben. Genau, und zwar, da müssen wir jetzt nach Sanctuary. Ich guck mal kurz. Kurz spawnen. Achso, es kann aber nur einer. Ja, gleichzeitig kann nur einer. So, halt, nein, ich wollte. Wie kann man nochmal wechseln? Ich glaube mit. Warte, verwirrt. Du hättest auch in mein Fahrzeug einsteigen können. Nö. Ich liebe das Fahren. Wie war nochmal beschleunigen, der Boost? F, ja. Mit F? Mit F ist der Boost. Sagt mir zumindest das. Oh. Ja. Ach, das stimmt. Nee, ja. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Du lenkst ja mit dem Gucken. Ja, genau, du lenkst ja mit deiner Maus. Ja, ja, das ist etwas verwirrend. Da kam ich beim ersten Mal überhaupt nicht drauf klar. Das erste Mal, wo ich, also die ersten Borderlands-Folgen, hatte ich sogar mit Controller aufgenommen. Ach so. Und dann habe ich angefangen, halt Maus und Tastatur. Wow. Und ich hatte, ehrlich gesagt, keine Probleme. Vorfahrt achten! Okay. Das ist auch das einzigste Spiel, wo ich keine Probleme damit habe, zwischen Controller und Maus und Tastatur zu wechseln. Oh, okay. Aber wirklich, das einzigste Spiel. Hm. Bei anderen Spielen, da brauche ich irgendwie Jahre, gefühlt. Ja, gut. Dass ich dann auf einmal die Maus- und Tastatursteuerung weiß. Ja, gut, okay. Da vorne ist ein Ausrufezeichen, das ist ein gutes Zeichen. Ein sehr gutes. Das ist ein Auftrag. Mhm. Neuer Auftrag. Man kennt es ja aus sämtlichen MMOs. Oh, ein Ausrufezeichen-Quest. Huch. Ja, genau. Ich bleib hier hängen, wo du lang rennen konntest, ja? Ja, macht Sinn. Mhm. Okay, stellst dann gehe ich halt das, woanders lang. Stellst du das etwa in Frage? Ja. Natürlich stelle ich das in Frage. Wohin willst du? Jetzt bleibe ich in der Tür hängen. Wir müssen hier nach oben. In sein wunderschönes. Da ist er. Dr. Z. Ach ja, ich sollte die Effekte dieser E-Tech-Waffen an Banditen studieren. Ah, okay, man kann nicht leechen. Alles klar. Du bist dem Spiel nach Missionsabschluss beigetreten und hast deshalb keinen Belohnungsanspruch. Ach so. Ah. Was? Aha. Ich wollte doch nur leechen. Du musst bei den Annehmen der Quest also dabei sein. Mhm. Und auch beim Erledigen. Und. Ja, genau. Gut, macht aber auch Sinn. Das stimmt. Da kommt man nicht lang. Achso, das ist oben bei Lilith. Achso. Boom, tsch, boom, tsch. Ja, ja, Claptrap. Hm? Bisschen Beatboxing. Mein Gut, ich kann das nicht. So, dafür müssen wir. Crimson Raiders Headquarters. Nach oben. Nach oben, ja. Da ist auch die liebe Lilith schon. Hey, ich habe einen Job für dich. Zwei. Willst du es krachen lassen? Ui. Anscheinend in Memoriam wurde mir zu Ehren ein Kult gegründet. Und keiner von der harmlosen Autogrammjägersorte. Du sollst die Kinder des Firehawks infiltrieren und rausfinden, ob sie Zwielichtiges im Schilde führen. Ich würde es ja selber machen. Aber ich fürchte, die flippen aus, wenn ihre Göttin plötzlich vor ihnen steht. Ihre Göttin. Sprich mit dem Anführer des Kults, Flammenmeister Clayton. Okay. Ja, ja, und was war das andere jetzt nun? Also das ist Liliths Anhänger, die ewige Flamme. Das andere war In Memoriam. In Memoriam. Beschaff die Abhöraufnahme von Lilith. Besiege Boll. Sollen wir das machen? Schwierigkeit, normal, Level 12. Ja, das kann man eigentlich mal machen. Ich hätte sonst gesagt, dass wir erstmal töte die Assassins. Oh ja, oder Liliths Anhänger, die ewige Flamme machen. Bei die kriegen wir locker hin.
sind beides banale Aufgaben. Ja, okay, dann... Da das eh schon gelockt ist, dann die Anhänger. Gut. Da müssen wir zu... Steht das da irgendwo, wo wir schon wieder hin müssen? Wir müssen wenn, irgendwo... wenn nicht, gehen wir einfach mal in die Mitte und nehmen den Reisepunkt. Ich gucke jetzt gerade straight immer wieder rauf, ob das wirklich aufnimmt. Bisschen paranoid also geworden. Von mir aus können wir. Ja. Ja, so wie die liebe Pan. Immer wieder raufstarren. Oder wenn die Zaunspur mal wieder verschwindet. Oh Gott, ich hoffe, das passiert nicht. Sind wir richtig gereist? Ja, wir müssen hoch da. Wir sind richtig. Ich erinnere mich an die Aufgabe. Oh ja, da oben. Und zwar einfach da, wo dieser riesige vogelähnliche Teil ist. Das Ding da. Das Ding. Wortfindung mal wieder. Genau. Du, ich habe gesehen, wie du die Höhle des Firehawks betreten und unversehrt wieder verlassen hast. Wenn du unserer Mutter wirklich dienen willst, musst du eine Prüfung bestehen. Schicke meine Brüder mit einer Feuerwaffe in die ewige Flamme. Dann bring mir ihr. Hab ich. Was, eine Feuerwaffe? Lebendigen Leib zu verbrennen, könnte man als einen Explosionsschaden bezeichnen. Aber sie wollen es wohl so. Sehr schräg. Tu am besten, was er sagt. Ich glaube, ich habe nur eine... Ich muss mal kurz schauen. Ja? Explosivschaden? Ja, genau, ich habe nur Explosivschaden. Okay. Ja, oh, doch. Ich habe eine gekriegt von Dr. Zeddy Waffe. Ah, alles klar. Die Belohnung hat Feuerschaden. Sehr effektiv gegen Fleisch. Okay, dann nehme ich die mal kurz. Warte aber mal, wie kann ich... Ich übe hier Fernschießen. Ich markiere mir mal meine Waffen als, dass ich die wiederfinde bei den ganzen Waffen, die ich im Inventar habe. Ja, okay. Okay. Brennen. Was ist mit dem denn? Der brennt. Oh ja. Banditenasche aufsammeln. Die müssen wir schon mal verbrennen, alle, ja. Okay. Also am besten, ja, ich hoffe, dass sie brennen, wirklich. Ja, der brennt. Ja, das war aber der falsche Gegner. Der hat Feuerresistenz. Ja. Ich habe gerade einen Leck gehabt. Oh. Okay, du hattest aber... Okay, wir brauchen am besten welche, die... Was ist schöner als eine Handvoll Asche? Hier liegt auch noch eine Asche. Wir brauchen noch eine. Ja. Okay. Hier läuft doch bestimmt noch mal jemand rum, der nicht gegen Feuer... resistent ist? Ja. Resistent, genau. Ach, da ist doch auch schon einer. Sehr gut. Oh, natürlich. Pyro. Oh. So. Oh, scheiße. Oh. Wo bist du? Oben bei einem Goliath. Oh, da. Na, komm schon. Da. Boah. Burn. Okay, du hast die Asche schon aufgehoben. Ja, ja. Alter. Action hier. Friss meine Schrot. Wortwörtlich. Burn. Genau, burn.
Da könnt ihr meine guten 90er-Songs auspacken oder 2000er. Aber nee, lass wir lieber. Welchen meinst du? Ich weiß das gerade wirklich gar nicht. We do need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker, burn. Kommt mir bekannt vor. Jetzt komme ich nicht auf den Bandnamen. War das Bloodhound Gang? Ich glaube ja. Kann sehr gut sein. Mir fällt es auch gerade nicht ein. Also, gehört auf jeden Fall schon mal. Aber mir fällt es gerade nicht mehr ein. The roof is on fire. Ja. Wohin renne ich überhaupt? Weiß ich nicht. Du rennst mir einfach nur wieder hinterher. Genau. Also, was war nochmal mit dem Vertrauen? Ja, aber du hast den Weg gefunden. Ja, also so schwer war das jetzt nicht. Da wir jetzt regelmäßig zu dem zurück müssen. Achso, hat er ein paar mehr für uns? Ich glaube ja, eins oder zwei. Du sollst keine anderen Götter neben dem Firehawk haben. Falsche Götzen. Besiege Scorch. Ui, Turtle Shield. Gute Belohnung ist ziemlich gammelig, aber. Vernichte diesen falschen Propheten! Das ist da hinten, ja. Ist doch egal, ob sie jemand anderes anbeten. Spiel einfach mit. Elton muss dir vollständig vertrauen. Wenn sie irgendwas im Schilde führen, das wir unterbinden müssen, erfahren wir nur so davon. Gut. Ich glaube, war das nicht wieder die Gegend, wo wir so schlecht hinkamen? Nein, das ist da, nee. Wo wir immer waren. Okay, gut. Na, das fein. Müsste hier lang sein. Ich muss mal kurz, aber ich glaube, das Schild, was ich hier habe, ist besser als das, was ich ausgerüstet habe. Okay. Ja, gut. Oh ja, im Allgemeinen ist das besser. Ich warte. Und es hat jetzt nicht mehr Elektroschaden, es hat auch ein Schaden, Mann. Ich kann das nicht aussprechen. Korrosionsschaden. Oh mein Gott. Korrosion. Mein Gott. Ja. Schwere Geburt. Ach. Deutsch ist nicht Deutsch einfach. Ja, Deutsch ist auch nervig. Also was das Lernen angeht. Gerade Fachbegriffe. Wobei, ja gut, ob jetzt Korrosion als Fachbegriff zählt, weiß ich nicht. Also manche Wörter sind einfach sehr... Da hat man das Gefühl, als ob man seine Zunge gerade... Wir werden übrigens verfolgt. Ja, ich sehe schon auf der Karte so ganz viele rote kleine Bällchen. Und guck mal, Iridium! Warum liegt der Iridium? Weiß ich nicht. Scorch! Ich glaube, eine Brandwaffe ist schlecht dagegen. Ja, sehr schlecht. Aber... Death Trap. Mit Gebrüll! Töten! Muss töten! Ja! Komm, so. Scorch, stirb! Stirb! Oh! Ich brenne. Alles gut. Ja, ich auch. Ich brenne vor Leidenschaft. Oh, what the fuck? Alles klar. Oh boy. Ui. Hast du sie eingesammelt? Nee. Oder ich? Ich hab sie nicht. Ich bin am Kämpfen. Pass auf, Deathtrap klaut die ganzen Waffen. Absorbiert. Das wär was so. Na hu. Einmal aufgesaugt. Also, solange der dadurch mehr Schaden macht und mehr aushält, ist mir alles recht. Soll er so viel absorbieren, wie er will. Da oben liegt auch noch was, wo ich gerade nicht hinkomme. Munition. Munitiona. So, nochmal kurz auf die Karte schauen, weil ich irgendwie voll die Orientierung... Ja, achso, wir müssen einfach nur zurück. Ja. Achso, du läufst da lang, ich lauf hier lang. Ich weiß nicht, lauf ich richtig? Ich laufe einfach nur geradeaus, weil beide Wege sind richtig. Okay. Du läufst halt den Weg wirklich zurück und ich laufe halt einfach geradeaus weiter. Ja. Geht alles. Geht alles, genau.
Außer, dass ich gerade hier von... Okay, ich renne mal. Ich renne Hast mal. Hast du ein bisschen Spaß da hinten? Aber sowas von... Oh. Spaß. Wo steckst du denn? Ich will mal gucken. Ich bin fast bei dir. Okay. Ich hol noch ein paar mehr Freunde, okay? Ja, alles gut. Das Trap ist wieder bereit. So ein, zwei. Geronimo! Ach, von da oben kommst du. Ja, von oben. Incinerator Camp. Ja. Gib uns Belohnung. Du, da. Machen. Wir sind komplett durchgeknallt. Aber Schrott, sie Schrott. Sich selbst in diesem Scorch. Vielleicht sollten wir sie in Ruhe lassen. Die Entflammung steht kurz bevor, Fackel. Aber der Firehawk Zwergtümmel. Hat zu mir gesprochen und ein weiteres Opfer verlangt. Nein, hab ich nicht. Nein, hab ich nicht. Zwergs als Matchstick. Du musst ihn zum emporragenden Drachen im Southern Shelf bringen und ihn im Maul des großen mechanischen Biestes, das dort haust, entflammen. Oh, ich muss mich mal kurz umsetzen. Mhm. Der Zwerg heißt Zündholz. Alles ja. klar, gut. Bisschen ja. Streichholz. Ja. Gut. Ja, ja. Habe ich den eigentlich auf dem Rücken jetzt? Nö. Nö? Haben wir ihn vergessen? Nee, ich habe den aufgesammelt. Nö. Ich dachte, man sieht den immer. Aber okay. Wo müssen wir? Kriegt man ihn halt nicht. Ah, wir müssen in ein anderes Gebiet. Wir müssen ja genau, wir müssen. Hier lang und dann müssten wir eigentlich da vorne durchkommen, genau. Lass mich überlegen. Ich hoffe, du wo bist wir da. Also kannst du auch schon durchgehen. Also ich bin gerade auf dem Weg. Wenn du. Okay. Achso, du willst gerade verkaufen. Ja, ich verkaufe gerade nur ein paar Kleinigkeiten. Ich kann ja mal kurz gucken. Ach, wir müssen schon wieder zum Southern Shelf. Ah. Müssen wir. Sehr gut. Ich verkaufe auch nochmal kurz. Okay. Und hol mir mal ein bisschen Munition. Da oben leuchtet irgendwas blau. Was ist das? Blau? Da oben über uns. Ich kann gerade nicht. Ist irgendeine Granate. Schade. Da müsste man ganz außen rumlaufen, um da ranzukommen. Das tue ich mir nicht an. Oder kommt man von hier aus ran? Das ist eine gute Frage. So, hier konnte ich ein paar verkaufen. Nee, kommt man nicht. Nee, nee. Da müsste man komplett den Weg wieder zurückgehen, da wo du lang geflüchtet bist vorhin. Ach so. Ja. Naja, aber bringen wir erstmal Matchstick zum Frachter. Dann ist er glücklich. Hoffentlich. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Kapitalismus. Da la 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 la. Okay. Okay. Geht weiter. Sagst Wollen du? Wir nicht gleich, oder geht es auch da zum Southern Shelf? Mal gucken. Achso. Zu spät. Okay. Gucken wir mal. Da geht es nicht zum Southern Shelf. Da ist Three Horns Divide. Okay, dann mache ich. Schnellreise? Achso, du warst im Menü. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Stimmt, okay. Da ist auch die Schnellreisestation. Ja, genau, weil. So können wir dann halt ein bisschen schneller, weil es sind ja jetzt schon wieder 20 Minuten, die wir spielen. Ja. Aber ja, noch nicht ganz, wir haben ja ein bisschen, aber man kann ja trotzdem, bevor wir da die Mission machen. Ja, also bei mir sind es genau 20 Minuten und 10 Sekunden. Ja.
Gut. Okay, also. Dann beim nächsten Mal Streichholz wegbringen. Genau. Bis denn.